begrüßt mit mir ganz herzlich unsere Hundertschaft an Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahl. Von Abtenau bis Zell am See. In den Bezirken haben wir uns toll aufgestellt. Wir haben Kandidaten, die die Vielfalt unserer Bevölkerung widerspiegeln und gemeinsam für eine gute Zukunft Salzburgs kämpfen. Begrüßt mit mir die Kandidaten aus dem Lungau. Hier folgen unsere Kandidaten aus dem Pinzgau. Begrüßt mit mir die Kandidaten aus dem Pongau. Und nun die Tellingauer. Die Kandidaten aus dem Flachgau. Einer unserer schönen Bezirke fehlt uns noch, die Stadt Salzburg. Begrüßen wir gemeinsam die Kandidaten. Herzlich willkommen allen unseren Landtagskandidaten. Und unsere Spitzenkandidaten Winfried Hasauer. Herzlich willkommen! Meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, Umfragen sind wie ein Parfum. Man soll gelegentlich dran riechen, aber nicht daraus trinken. Und meine Motivation heißt Salzburg und das ist gar nichts anderes. Frau Landesrätin, ein zentraler Bereich Ihrer Ressorts ist die Kinderbetreuung. Da ist in den vergangenen Jahren viel weitergegangen, viel, viel mehr als in den Jahren zuvor. Und es ist so viel weitergegangen, ich glaube, das ist unbestritten, dass der politische Mitbewerb, dass eigentlich alle Parteien im Salzburger Landtag sich diese Erfolge schon auf ihre Fahnen heften wollen. Wie gehen Sie denn damit um? Gut, weil ich denke, das spricht für uns. Die SPÖ würde sich nichts Negatives auf die Fahne hängen. Die nächste Frage stelle ich bewusst an den Landesrat Eisel, weil ich ja weiß, und das wissen einige hier, dass er ein besonderes Naheverhältnis zur Landeshauptfrau hat. Die hat ja in den vergangenen Wochen angekündigt, dass sie sich eine Koalition mit der FPÖ vorstellen kann. Sepp Eisel, wie realistisch sehen Sie denn die Chancen, dass so etwas wirklich eintreten könnte? Denn das würde ja bedeuten, dass die ÖVP erstmals nicht in der Salzburger Landesregierung vertreten ist. Ja, ich persönlich sehe das so, die Landeshauptfrau und die SPÖ hat jetzt mehrfach angekündigt, dass sie sich sowas vorstellen können. Sie wollen SPÖ intern das Tabu mehr oder weniger abbauen. Das heißt, da bereitet man sich schon vor. Hände weg vom politischen Experiment. Wer in solchen Situationen von einem Experiment wie Rot-Blau redet, meine lieben Freunde, der will offensichtlich um jeden Preis an der Macht bleiben. Denn nur der sagt sich offensichtlich, für Gabi tue ich alles und nicht für Salzburg gebe ich alles. Jemanden zu haben wie Wilfried Haslauer, meine lieben Freunde, das ist ein Glück. Das muss man dazu sagen, dass dieses Glück hat nicht jeder. Wir sind eben ein Team, das nicht nur aus uns dreien besteht,
sondern aus vielen, 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 die miteinander die gleichen Vorstellungen, die gleichen Ziele, die gleichen Werteinstellungen haben und die nicht für sich in der Politik sind, die nicht dazu da sind, um jetzt selbst irgendeine Selbstberühmungskarriere loszulegen, sondern die das Tun und das Handeln in den Mittelpunkt gestellt haben. Und Tun und Handeln hat immer mit Dienst auch zu tun. Wir sind in der Politik, um Dienst an unserem Land zu tun. Das ist unsere Einstellung, das ist unsere Vorgabe und das ist in Wahrheit auch unsere Stärke. Und diese Stärke sollten wir ganz klar zum Ausdruck bringen. Wenn ihr wollt, dass wir dieses Land gestalten, in die Zukunft führen, für unser Salzburg, dann sind wir bereit. Und ich bin auch bereit. Danke.